Also, wir freuen uns, dass ihr heute alle hier seid. Wir haben ein buntes Programm. Wir sind begeistert jetzt auch über die Band, die gespielt hat. Und wir haben alle Gaben und Talente, die wir nutzen wollen. Wir sind ja in Krisenzeiten und ich glaube, dass es nicht realistisch ist, dass die in Kürze aufhören. Ja? Ich glaube, wir erleben immer mehr Erschütterungen weltweit, Krisen. Und die Frage ist, ob die Krise für dich etwas Kaputtmachendes ist, eine Gefahr, die dein Leben auch zerstören kann, oder ob es eine Gelegenheit ist, Neues zu beginnen. Und das machen wir mit dem Festival hier. Und ich habe eine Frage an dich heute. Wer ist dein Hirte? Hast du einen Hirten für dein Leben? Hast du jemanden, der dir eine Richtung gibt für dein Leben, wo auch ein Schutzraum ist? Weil die Bibel vergleicht uns, Gott vergleicht uns mit Menschen, uns Menschen im Alten Testament der Bibel und im Neuen mit Schafen. Das ist sehr, sehr interessant. Ja? Schafe sind Herdentiere. Und sehr oft ist genau das, die Gemeinschaft, die Familie, wo Schutzraum ist und Kraft ist, das ist zerstört heutzutage. Und Schafe sind auch nicht für ihre Klugheit bekannt. Die laufen leicht in die Irre, stimmt das? Schafe laufen in die Irre und es gibt auch einen Feind, nämlich Wölfe und Raubtiere, die diese Schafe eben umbringen wollen. Also es gibt viele Gefahren. Und Gott hat nie geplant, dass wir als Menschen alleine durch dieses gefährliche Leben, durch diese gefährliche Welt gehen. Weil wir erleben so viel Zerstörung von Kindern, Jugendlichen, Familien, Ehen, stimmt das? So viele Sachen gehen kaputt. Und Gott will unser Hirte sein, will uns in eine Vater-Kind-Beziehung bringen, zu sich. Und ich möchte euch heute etwas sagen über den besten Hirten der Welt. Und das lesen wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich will das mit euch ganz kurz anschauen. Also ich habe ja gesagt, ich komme aus Hamburg, ich habe Christen abgelehnt, Gott abgelehnt, war Atheist und ich war in vielen Dingen gebunden, Süchten, kaputtmachende Dinge und ich habe wirklich geglaubt, dass ich früh sterbe, dass ich nicht alt werde. Und dann habe ich mich gefragt, wofür lebe ich überhaupt? Ist das nur einfach für Geld, für Karriere? Oder gibt es mehr? Und dann habe ich angefangen, Gott zu suchen und bin dann in eine Kirche gegangen, in der lutherischen Kirche, wo über 1000 Leute in den Gottesdienst gingen. Sehr, sehr groß. Und das war ein Pastor, der das Evangelium von Jesus Christus sehr lebendig und klar gepredigt hat. Und in Johannes Kapitel 10, da redet Jesus darüber. Er erzählt ein Gleichnis und er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen und jeder andere, der nicht durch die Tür kommt, ist ein Räuber und ein Dieb. Wer aber durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe und der Türöffner, der Türhüter öffnet und die Schafe hören seine Stimme. Und jeder, der vor mir gekommen ist, war ein Dieb und ein Räuber. Wenn ihr eingeht durch mich, durch die Tür, dann führe ich euch auf gute Weiden und ihr werdet meine Stimme hören und ich werde euer Leben segnen und bauen. Und die Jünger Jesu verstanden das Gleichnis nicht von dem Hirten und der Tür und dem Türhüter. Und ein Gleichnis ist ein Vergleich zwischen Übernatürlichem, Unsichtbaren und Natürlichem. Und Jesus erklärt dann in Johannes 10 das Gleichnis. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Also für uns Menschen, für alle Menschen. Und er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Ja, ich glaube, es gibt heute so viele Verführer, so viele Diebe, so viele Räuber, die einfach Leben zerstören. Ich denke, wir brauchen nur an die Schulen denken, an die Kinder. Ja, vielleicht denkst du an LGBT
oder dass 13-, 14-Jährige ihr Geschlecht ändern können. Ja? Ich denke, Kinder sind viel zu klein, mit solchen Philosophien belastet zu werden, sondern Kinder müssen erstmal geschützt in der Familie aufwachsen. Und dann sagt Jesus, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eingeht, wird er Weide finden. Der Dieb kommt nur zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Der Dieb ist Satan, ist Finsternismächte, der Teufel und dämonische Mächte. Und ich habe das früher nicht geglaubt, dass es das gibt. Aber du brauchst dich nur in der Welt umgucken, dass es böse Mächte gibt, ja, die auch Deutschland beeinflussen, unser Land beeinflussen, auch zum Negativen. Das ist, was der Dieb tut. Er stiehlt Gemeinschaft, er stiehlt Glaube, Hoffnung, Liebe und er zerstört eben auch Beziehungen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben zu geben. Ewiges Leben, wie Gott es hat. Das heißt, Jesus kam, um uns Leben in Ewigkeit zu geben. Vergebung und Beziehung zu einem liebenden Schöpfer Gott. Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich so, wie du bist. Und das ist für mich das Stärkste, was es gibt, dass ich weiß, der Schöpfergott, der mich im Mutterleib geschaffen hat, der mir meine Seele, meinen Geist, meine Gaben und Talente gegeben hat, er liebt mich. Und er hat seinen Sohn, den einzig geborenen Sohn. Gott hat einen Sohn geboren durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Gott wurde Mensch, Gott kam auf die Erde und er kam, um zu sterben. Und Jesus sagt hier in Johannesevangelium Kapitel 10, ich bin gekommen, mein Leben zu geben für die Schafe. Also Jesus ist gekommen, sein Leben am Kreuz für dich und mich zu geben. Er hat dein Gericht auf sich genommen. Hast du schon gesündigt mit Worten und Taten? Hast du Schuld auf dich geladen? Ich tausendfach, tausende Male. Und jetzt stell dir mal vor, dass Gott den Preis bezahlt hat. Und dass jeder, der Jesus Christus annimmt im Glauben und sagt, Jesus, ich öffne meine Herzenstür, komm in mein Leben, sei mein Hirte, dass Gott dir ewige Vergebung und ewiges Leben gibt. Und er gibt dir den Heiligen Geist. Ich habe das erlebt. Ich war früher immer depressiv, immer bedrückt. Und als ich am 21. Oktober 1985, an dem Tag, habe ich Jesus Christus als meinen guten Hirten angenommen, vor 36 Jahren. An dem Tag sind alle Lasten von mir abgefallen. Und Gott hat mein Herz gereinigt. Ich wusste, alle Schuld ist vergeben. Und Gott hat mich angenommen. Ich bin angenommen in Ewigkeit. Mein Name ist im Himmel aufgeschrieben, sagt die Bibel. Und ich habe keine Angst mehr vom Tod. Wenn ich morgen sterbe, weiß ich, wo ich hingehe, zu Gott. Ich bin mit Gott versöhnt. Gott ist ein heiliger Gott. Kein Mensch kann zu Gott kommen. Darum musste Jesus Christus am Kreuz sterben, zur Vergebung von deiner und meiner Sünde. Und er hat diesen Preis komplett bezahlt. Also Jesus sagt, ich bin gekommen, mein Leben zu geben und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Sieh einmal Jesus am Kreuz. Er hängt dort, er hing dort vor 2000 Jahren für dich. Deswegen haben wir 2020 nach Christus. Und sein ganzer Körper ist blutleer gelaufen. Durch seine Hände, durch seine Füße hat er sein Blut vergossen zur Vergebung deiner und meiner Sünden. Warum? Weil Gott dich liebt. Weil Gott will, dass du ewiges Leben hast und in eine Beziehung mit Gott Vater kommst. Das ist das gewaltigste und die wichtigste Entscheidung, die du und ich auf dieser Erde treffen können. Und Jesus starb und er ging in das Totenreich ein und er hat Satan und die Dämonen besiegt. Er hat den Tod besiegt. Die Bibel sagt, jeder, der an Jesus glaubt, ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Von Finsternis, das ist das Reich der Finsternis, in das Himmelreich Gottes, das Jesus auf die Erde gebracht hat. Und du hast ewiges Leben von Gott. Und Jesus ist von den Toten auferstanden am dritten Tag. Und dann haben über 500 Jünger, steht im Neuen Testament, gesehen, wie er in den Himmel aufgefahren ist
zum Thron Gottes. Und dort sitzt Jesus, zur Rechten Gottes. Von dort wird er wiederkommen. Jesus hat die Kranken geheilt. Wir wollen heute auch Krankenheilung anbieten. Wir haben das in Hohenschönhausen gemacht. Da habe ich für 7, 8 Leute gebetet. Und von allen sind Schmerzen gewichen und Gelenke geheilt. Beweglichkeit kam wieder. Und der Heilige Geist reinigt nicht nur unser Herz und ist die klügste Person des Universums. Er gibt dir Weisheit. Er baut dein Leben. Er gibt dir einen Segensplan von Gott für dein Leben. Sondern er heilt auch unser Herz, unser Selbstbild, dass wir wissen, wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Das ist, was der Heilige Geist tut. Und du wirst ein Erbe Gottes durch Jesus Christus. Gott hat Schätze im Himmel und auch auf der Erde. Gott hat Suni und mich unendlich gesegnet. Wir haben jetzt ein Haus in Werneuchen am See. Gott hat uns einen nationalen Dienst in ganz Deutschland gegeben. Und wir erleben jede Woche, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wir erleben, jeden Tag sage ich, danke, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Danke Gott, rede zu mir. Und Jesus sagt, wenn wir ihn in unser Herz lassen, dann sagt er, dann bist du mein Schaf. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Also, Gottes Antwort auf die Krisen und auf alles Böse in der Welt ist das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und Jesus steht an jeder unserer Herzenstür und klopft an und sagt, wer seine Herzenstür öffnet, zu dem komme ich und werde mit ihm Gemeinschaft haben. Und du bist nie wieder alleine. Ich bin nie allein, egal wo ich hingehe. Gott ist immer bei mir. Ich spüre Gottes Gegenwart. Als wir hier aufgebaut haben, ich spüre Gottes Gegenwart. Als ich Christ wurde, ich war bei der Luftwaffe in Hamburg Ausbilder, ich habe Soldaten ausgebildet. Ich bin in der Luftwaffe Christ geworden. Und nächsten Tag habe ich die Menschen mit anderen Augen gesehen. Ich habe die Menschen mit Liebe gesehen, mit der Liebe Gottes. Und ich konnte die Soldaten nicht mehr so anbrüllen. Ich hatte plötzlich Liebe für meine Soldaten. Und Gott hat mir ein total neues Herz gegeben. Und das ist, was wir brauchen in dieser Generation, dass wir voll werden mit Gottes Gegenwart und Weisheit und Liebe und dass wir eine Erweckung in Berlin erleben. Ich bete dafür, dass wir im Friedrichshain und auf anderen Plätzen 5.000 bis 10.000 Leute in unseren Open-Air-Festivals haben. Ich sehe das vor meinen Augen. Und darum habe ich das letztes Jahr begonnen, weil Berlin braucht Hoffnung. Und Beziehung mit Gott. Deutschland muss zurück zu Gott, wie Martin Luther das vor 500 Jahren gesagt hat. Wir müssen zurück zur Bibel und zurück zu Gott. Also wie empfängst du den guten Hirten? Das geht alles über Gnade. Viele Menschen verstehen Gnade nicht. Gnade heißt, es ist umsonst. Du kannst nichts dafür tun. Gnade ist unverdient. Ich habe hier 20 Euro. Ich möchte euch das mal demonstrieren. Hier, möchte jemand 20 Euro haben? Wer will 20 Euro? Kann ich meine Hand sehen? Kann jemand 20 Euro gebrauchen? Ja. Okay, ich wähle dich. Du warst mutig. So, nun, was ist Gnade? Diese 20 Euro, die sind schon bezahlt. Dafür habe ich gearbeitet. Und wenn ich die verschenke, ist das Gnade umsonst. Du kannst nichts mehr dafür tun, du hast sie nicht verdient. Und wir wollen immer alles verdienen, stimmt das? Wir verstehen Gnade vom Himmel nicht. Wir verstehen nicht, Gott liebt uns und Gott will dich 100-mal mehr segnen, als du es bisher in deinem Leben erlebt hast. Gott kann Wunder tun. Gott hat Segenspläne. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und wenn du durch mich kommst, gehst du ein und aus, du wirst Weide finden. Und jetzt bitte ich dich, komm doch mal nach vorne, komm mal nach vorne. Jetzt, was tust du, um die 20 Euro zu empfangen? Vier Schritte. Das Erste, du musst die 20 Euro wollen. Stimmt das? Du hast gesagt, ich will die haben. Das ist das Erste. Ich will die 20 Euro haben. Gib sie her. Der zweite Schritt ist, du musst glauben, dass ich sie dir gebe. Richtig? Wenn du sagst, ah, ich glaube nicht, der Markus wird mir die geben. Das ist viel zu viel Geld.
ob der mir 20 Euro gibt. Zweiter Schritt, du musst glauben, dass das dir gehört, dass ich es dir gebe. Und der dritte Schritt ist, du kommst im Glauben. Du glaubst im Herzen, aber Glaube handelt immer. Du kommst, sie kommt. Wie heißt du? Angela, schön dich zu sehen. Angela kommt, das ist der Schritt 3. Und was musst du jetzt tun? Empfangen. Angela, hier sind 20 Euro als Geschenk. Hast du was dafür getan? Dafür gearbeitet? War das anstrengend? Viel Mühe? Das ist Gnade. Das ist umsonst. Und von Gott kannst du nur Gnade empfangen. Später, jetzt nicht. Von Gott kannst du nur Geschenke empfangen. Er hat den Himmel gelehrt und Jesus gesandt, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Und er will dir alle Weisheit geben und Pläne. Sei gesegnet. Pass auf, es gibt noch einen vierten Schritt. Angela, komm noch mal. Angela, es gibt noch einen Schritt 4. Was ist der vierte Schritt? Was machst du jetzt damit? Nein, was machst du jetzt damit? Vierter Schritt. Genießen und nutzen. Richtig? So, du hast ein Geschenk empfangen, jetzt genießt es und nutzt es. Sei gesegnet. Okay, und genauso ist es mit Jesus. Und ich möchte jetzt einfach euch anbieten, wenn du, Jesus steht an der Tür und klopft an. Und dann werden wir wieder zum musikalischen Teil kommen und auch ein paar gemeinschaftliche Dinge machen. Und unser Buffet ist ja schon eröffnet. Jesus steht an der Tür und klopft an. Und der Preis ist bezahlt. Gibt es jemand, der sagt, ich möchte wirklich, dass Gott in mein Leben kommt. Ich möchte das, was Jesus am Kreuz bezahlt hat. Deine Sünde ist schon vergeben. Ewiges Leben steht schon bereit. Und der Tod ist schon besiegt. Und Gott will den Heiligen Geist in dein Leben geben, der Pfingsten ausgegossen ist. Ist jemand da, der sagt, dann heb doch mal deine Hand, wenn du sagst, ich möchte beten. Jesus sagt übrigens, wer mich bekennt vor den Menschen, das tue ich gerade, vor dem bekenne ich mich vor meinem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet, wer sich für mich schämt, für den werde ich mich auch eines Tages schämen. Also wir sollen vor Gott nicht auf Menschen schauen, sondern schau auf Jesus, schau auf Gott und sag, ich will das haben. Ich will mehr als die 20 Euro. Ich will die Beziehung mit Gott haben. Gibt es jemand, der beten will? Okay. Ja, ich sehe mehrere Hände. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott sieht deine Hand heute. Gott sieht deine Hand. Heb einfach deine Hand und ich werde jetzt mit euch beten. Sprich mir einfach dieses Gebet mal nach. Ich habe das im Oktober 1985 gebetet. Mach das zu deinem eigenen Gebet und Gott wird in dein Leben kommen. Und er wird alles Sünden- und Schuldkonto löschen in Ewigkeit. Er wird dein Herz reinigen und er wird dich gerecht machen. Er wird dein Herz verändern. Er gibt dir die Gerechtigkeit und Sündlosigkeit, die du als Kind im Mutterleib hattest. Er macht dein Herz neu. Bete mir einfach nach. Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir recht, dass auch ich gesündigt habe. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Dass du mein Gericht auf dich genommen hast. Dass du all meine Sünde und Schuld gelöscht hast in Ewigkeit. Ich will das jetzt empfangen. Lösche mein Konto der Sünde und Schuld in Ewigkeit. Mach mein Herz rein und weiß. Gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme dich jetzt an als meinen Herrn und Erlöser, als meinen guten Hirten. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt ewiges Leben empfange. Sende jetzt deinen Heiligen Geist, auch auf diesen ganzen Platz. Danke, Heiliger Geist, dass du Pfingsten gekommen bist. Und du hast gesagt, Gott, du gießt deinen Geist auf alles Fleisch aus. Ich bete das für Marzahn heute. Sende deinen Geist in unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist, in mein Herz. Sei mein Lehrer. Sei mein guter Hirte. Und führe mich in die ganze Wahrheit. Lass mich unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Lehre mich die Bibel, Gottes Wort.
und ich will dir folgen und ich will ein Segen werden für diese Generation. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben.